Gut, ja, dann können wir im Prinzip gleich mit unseren Zusammenfassungen starten. Wir fangen einfach mit Herrn Grantsche an. Ja. Hallo? Ja. Vielen Dank. Ich habe jetzt eine doppelte Rolle. Ich darf zunächst mal kurz Rapporteur der ersten Session sein und dann hier als Moderator für die Podiumsdiskussion fungieren. In der ersten Session haben wir zunächst noch mal begrifflich einen Schritt zurück gemacht und Grundlegendes zu Ethik, ethiktechnischen Handelns und dem Unterschied etwa von Ethik und Moral, verschiedenen Maximen, moralischen Dissonanzen und ethischen Debatten oder Bewältigungsversuchen gehabt. Dann ging es direkt zur Sache mit der unvermeidlichen Frage nach der Singularität und der Frage, ob Maschinen nicht irgendwann besser handeln als Menschen, wobei die Frage aufkam, was Handlung überhaupt heißen kann, ob das nicht etwas spezifisch Menschliches ist und bleibt. Dabei haben wir vor allem Wert gelegt, dass in der technischen Assistenz und im technischen Prozessieren mit Menschen nicht die Widerständigkeit des Menschen, nämlich als Bedingung für seine Kompetenzentwicklung, verloren gehen darf und dass dafür Sorge getragen werden müsste, dass Überraschungen auch in Mensch-Technik-Relationen erhalten bleiben, aus ganz grundlegenden Gründen. Und dieses typisch menschliche Handeln und in den Mensch-Technik-Relationen wird auch nicht hypothetisch in einer Singularität abgelöst oder durch neuronale Netze, wie auch immer. Die Frage der Vollautonomie, haben wir nicht irgendwann mal Systeme, die so autonom sind wie Menschen, ist, glaube ich, im Raum relativ einstimmig als abwegig doch akzeptiert worden. Wie Herr Hubig am Anfang gesagt hat in seinem Vortrag, ist eine Teil der Autonomie, nämlich die moralische Verantwortung, nicht delegierbar und auf Technikseite umsetzbar. Dann hatten wir es vor allem von dem Unterschied von Erkennen und Anerkennen. Also Systeme können zum Beispiel Grenzen erkennen, aber eben nicht entscheiden, ob sie sie anerkennen können, was uns dazu geführt hat, auch zur Frage ganz grundlegend, was es denn heißt, Mensch zu sein. In dem Kontext ein Teil der Antwort wäre, dass er eben in der Lage ist, Grenzen anzuerkennen und nicht nur zu erkennen. Das hat uns geführt zur Frage nach der Geltung von Moralen. Da gibt es verschiedene und die müssen miteinander diskutiert und abgewogen werden. Dem Punkt, dass es nicht, auch wenn es mehrere gibt und man die diskutieren kann, es nicht völlig beliebig ist, was in Moralen akzeptiert wird in einer Gruppe. Dass nämlich zum Beispiel die Grundbedingung, moralisch diskutieren und Moralen abwägen zu können, in der moralischen Entscheidung enthalten bleiben muss. Und das haben wir analog gesetzt zu technischen Gestaltungsprozessen, dass in der Technikgestaltung immer die Option, Technik zu gestalten, mit berücksichtigt und erhalten werden muss. Da wurde gefragt, was denn eigentlich mit der Technikfolgenabschätzung ist, warum die scheinbar in der Ingenieursausbildung so fehlt und nie gehört wird. Was dann aber ein bisschen relativiert wurde, aber jedenfalls eine zukunftsgewandte Form der Technikgestaltung angemahnt wurde, vor allem in der Verantwortung von Entwicklern, was uns dann auch kurz an der Zukunftsforschung vorbeigeführt hat und der Technikfolgenabschätzung. Und dann die Frage des Vertrauens in Technik, auch aus dem ersten Vortrag schon angesprochen, und inwieweit die Gewöhnung mit Technik oder die Aufklärung über Technik zu Vertrauen in diese führen kann. Und ein Ansatz, Technik sicherer zu machen, auch in der Zukunft, war dann angesprochen zuletzt. Zum Beispiel die Redundanz, die aber auch wieder eigene Probleme mit sich bringt, aber doch bis auf Weiteres sehr bewährt ist. So würde ich es kurz zusammenfassen. Herr Grantsche, ganz herzlichen Dank. Dann würde ich gerne übergeben an Herrn Stoislow. Ja, schönen Dank, Herr Heusinger. Meine Damen, meine Herren, wir haben uns mit der Überschrift Use Cases und Ethiken intensiv befasst. Wir haben überlegt, dass es doch eine ganze Reihe von Dingen noch gibt, die auf diesem Gebiet erforscht werden müssen, untersucht werden müssen.
Und wir haben dann in einer kurzen Diskussion gesagt, wir brauchen eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, zweckmäßigerweise beim VDI untergebracht. Finanzierung, solche Dinge, das muss natürlich alles geklärt werden. Denn wir möchten gerne den Vorsprung, den wir hier in Deutschland offensichtlich auf dem Gebiet haben, auch ausbauen und nicht abgeben. Das Thema schien wirklich in der Gruppe sehr wichtig, denn wir wissen nicht, wie spezifisch Ethiken sein können oder dürfen, wenn wir über verschiedene Domänen reden. Das sind alles Fragen, die für die praktische Einführung dieser Grundidee von größter Bedeutung sind. Und insofern ganz wichtig, dass wir das in einer Diskussionsgruppe mal aufarbeiten. Ja. So, und dann am Schluss noch, sollen wir uns trauen, in einer Veröffentlichung über die Erweiterung der, geht's so besser? In einer Erweiterung der Ethik-Grunddefinition, also binäre Ethik, mehr als zweistellige Ethik etc., sollen wir dort was tun? Denn nochmal, wie ich es ja am Schluss meines Vortrages gesagt habe, ja, nein, das ist etwas, was wir auf der Erde ganz gut können. Aber vielleicht, da wird es natürlich schwierig. Und dies vielleicht, das müssen wir noch etwas besser in den Griff bekommen. Dankeschön. Ja, Stolzloff. Ganz herzlichen Dank. Dann haben wir als letzten Sessionleiter noch Professor Wegener. Ja, also wir hatten 17 Leute in der Gruppe. Das Erste, was wir gemacht haben, die Kinobestellung aufgegeben, weil ich konnte mir nicht vorstellen, vorne zu sitzen oder zu stehen und dann auf ein Kino zu schauen. Und deswegen habe ich dann angeregt, dass wir einfach mal alle aufstehen. Das war auch ganz gut nach dem Essen. Und dann haben wir ein bisschen Sport gemacht, indem wir uns umgestellt haben und dann sozusagen ein großes C gebildet haben. Und schon war die Familie da, die Familie, die sich mit Ethik in der Technik beschäftigt hat. Das war eine ganz spannende Sache. Ich habe dann erstmal gebeten, dass jeder sich kurz vorstellt, woher er kommt, was er macht und dann, was sein Anliegen ist in dem Workshop. Und das war sehr vielfältig. Und dann haben wir darüber diskutiert, über diese These, die ich in dem Schaubild gezeigt habe. Sie erinnern sich, auf der Vertikalen war der Entscheidungsaufwand dargestellt, auf der Abszisse war dargestellt der Grad der Autonomie, wo rechts dann die Wand war mit Vollautonomie. Und die Hypothese, die ich ja hatte, war, dass ich gesagt habe, es gibt einen optimalen Grad der Autonomie, geprägt durch eine pragmatische ingenieurtechnische Vorgehensweise, wo man ein System technisch umsetzen muss, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Und sodass sich sozusagen aus diesem Aspekt heraus eine nicht hundertprozentige Autonomie ergibt. So, das wurde hinlänglich diskutiert durch verschiedene Beispiele. Sehr hilfreich war der Kollege, der von Kärcher kam, der sagte, ja, wir haben ein ganz konkretes Problem, nämlich wir haben die Kärcher Reinigungsmaschinen in Supermärkten und die dürfen keine Menschen und keine Kinder anfahren. Und dann hatten wir ein wunderbares Beispiel. Das ging dann bis hin, dass wir Fälle hatten, dass dann jemand sagte, naja, autonome Systeme mit Artificial Intelligence führt vielleicht dazu, dass sich die Reinigungsroboter bei Lidl und bei Aldi zusammenschließen, als Schwarm bilden und dann irgendwie was ganz anderes machen. Und es waren interessante Diskussionen und letztendlich haben wir dann am Schluss doch Folgendes gefunden. Also das Bild als solche wurde als hilfreich angesehen, als Konzept, als Methodik, um das ganze Thema ingenieurtechnisch auch zu behandeln und auch diesen Spagat zwischen Technik und Ethik. Auf der anderen Seite haben wir dann sehr unterschiedlich diskutiert, ob eine hundertprozentige Autonomiegrad zulässig ist oder nicht. Letztendlich kamen wir zu dem Schluss, dass Folgendes in der Gruppe akzeptiert wurde, wenn man sagt, abhängig von der Systemgrenze können wir uns schon Systeme vorstellen, dass wir eine Systemgrenze bilden, in der dann ein 100% autonomes System agiert, aber immer mit der Möglichkeit, dass wenn man außerhalb des Systems da drauf guckt, immer noch den Not ausdrücken kann, um das System, wenn es dann irgendwie außer Fugen gerät, ausschalten kann. Das war eine Sache. Und das Zweite war, wir haben erkannt bei dieser Diskussion, dass wir sicherstellen müssen, vielleicht durch Regelwerk, dass ein System nicht über seine Systemgrenze durch
künstliche Intelligenz oder durch andere Maßnahmen hinauswachsen darf. Was also ein interessanter Aspekt der ganzen Diskussion war. Und dann gab es ein großes Interesse von einigen dieser Gruppe, an dem Thema weiterzuarbeiten. Ich habe Frau Götten, die mich unterstützt hat, dann gebeten, die Namen aufzunehmen. Es waren also, glaube ich, 5 oder 6 Personen. Und was ich vorschlagen würde ist, und das kommt dem Gedanken von Ihnen, Herr Stoßloff, sehr nahe, dass die VDE oder der VDE einfach eine Gruppe bildet unter einem Hauptamt, der dann das sozusagen moderiert, orchestriert und dann vielleicht auch nochmal diese Teilnehmer dieses tollen DKE-Symposiums nochmal abfragt, wer denn Interesse hätte, an so einer Arbeitsgruppe teilzunehmen. Und was dann die Arbeitsgruppe macht, in welchem Zeitrahmen und in welchem Zielstellung, das sollte die Arbeitsgruppe dann selbst festlegen unter der Moderation des VDEs. Das wäre mein Vorschlag. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, die Diskussionsrunde wird jetzt noch, Sie haben es schon gesehen, komplettiert von Herrn Dr. Alt. Herr Grantsche wird ihn dann gleich noch vorstellen. Und Herrn Professor Decker, auch er wird noch von Herrn Grantsche vorgestellt. Und mir bleibt an der Stelle nur noch folgender Hinweis. Herr Dr. Alt hat draußen einen Büchertisch stehen. Wer möchte, kann im Nachgang zu dieser Veranstaltung die Bücher von ihm noch signieren lassen. Und damit übergebe ich jetzt an Herrn Grantsche und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Podiumsdiskussion. Ja, vielen Dank. Damit habe ich die Ehre, das Podium kurz vorzustellen, was schnell geht, da Sie 3/5 der Diskutanten schon über den Tag kennengelernt haben. Neu dabei haben wir Herrn Dr. Alt, der vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt ist. Er ist Journalist, Fernsehmoderator und Buchautor, daher der Büchertisch. Bekannterweise hat er für mich eine Ewigkeit her, teilweise von den Jahren gab es mich noch gar nicht. Von 1972, nämlich bis 1992, war er Leiter und Moderator des politischen Magazins Report. Allerdings leitete er die Zukunftsredaktion bei SWR und Dreisat, nämlich das Magazins Zeitsprung, Querdenker und Grenzenlos. Dann haben wir hier Professor Christoph Hubisch sitzen, den haben Sie im ersten Vortrag schon kennengelernt, und Professor Wegener und dann Professor Michael Decker. Michael Decker ist vom Fach her Physiker und Wirtschaftswissenschaftler und hat zur Technikfolgenabschätzung tatsächlich habilitiert und ist seit 2009 Professor für Technikfolgenabschätzung am Karlsruher Institut für Technologie und Leiter des Bereichs Informatik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Riesenbereich und auch interdisziplinär. Die Forschungsinteressen sind vor allem Theorie und Methodik der Technikfolgenabschätzung und Technikfolgenforschung, vor allem mit Schwerpunkt zur Nanotechnologie und Robotik und Konzeption inter- und transdisziplinärer Forschung, weshalb er auch, oder warum es auch gut passt, dass er einen gemeinsamen Artikel mit Herrn Professor Stoßloff verfasst hat, der auch Teil anders dieser Veranstaltung war. Und selbigen Herrn Professor Stoßloff haben wir auf dem Podium, den Sie auch von seinem Vortrag heute schon kennen, spätestens seit diesem. Michael, ich würde gerne anfangen, da ja der gemeinsame Artikel zwischen Ihnen beiden so ein bisschen Anstoß auch zu dieser Veranstaltung gab und der Idee, die Ethik und die Normung im Ingenieursbereich auch näher zusammenzubringen. Jetzt aus der Warte der Technikfolgenabschätzung, wie kam es dazu, den Human Factor in the Loop so zusammen zu bearbeiten? Ja, vielen Dank. Für mich war es eigentlich ein Perspektivwechsel, denn in der Technikfolgenabschätzung haben wir die Mensch-Technik-Interaktion jetzt schon seit relativ langer Zeit, mindestens 15 Jahre, im Blick und dabei immer den Mensch in der Mensch-Technik-Interaktion eigentlich nach vorne gestellt. Das heißt, die Fallbeispiele hatten wir eben aus den Gruppendiskussionen alle schon auf dem Tisch, also autonomes Fahren, auch Pflegezusammenhänge, wo wir ja eine ganz interessante Konstellation haben, dass sowohl der professionell Pflegende vielleicht mit einer Technik, einem Roboter,
zusammenpflegt. Das heißt, das wäre die Kooperation, aber die Tätigkeit, die Handlung wird auf einen Zupflegenden, da haben wir noch einen anderen Mensch, in der Konstellation angewendet und dabei treten eben neben ökonomischen, rechtlichen, ethischen und sozialen Fragen, wie wir es in der Technikfolgenabschätzung behandeln, ja ganz grundlegende Fragen, wie wollen wir leben, bis hin zu Transhumanismus und Singularität, weil wir eben immer auch über künstliche Intelligenz sprechen. Und als Herr Steusloff zu mir kam, das war für mich ein interessanter Perspektivwechsel, weil er extrem von der Technikseite aus gedacht hat. Er hat gesagt, Mensch-Technik-Interaktion denke ich von der Technik und habe dann immer, selbst wenn ich Technik ideal gestalten könnte als Ingenieur, habe ich immer noch Bedarfspunkte, die ich sage es mal aus meiner Sprache heraus, beim Menschen ablasten muss. Er hat immer gesagt, ich habe immer einen Mensch in der Loop. Und dem gebe ich, und die Beispiele hatte, glaube ich, Herr Hubig heute Morgen sehr gut auf der Folie, dem gebe ich den Troubleshooter. Ja, also wenn alles schief läuft, dann muss der Mensch auf einmal in das System rein und agieren. Oder wenn nochmal designt werden soll, wenn angepasst werden muss, diese, wir würden sagen, hochrangigen kognitiven Fähigkeiten, die macht immer der Mensch. Und umgekehrt gedacht ist dann aber die Frage, und da gefällt mir das Beispiel des Smart Grid eigentlich am besten, was letztendlich auch die Grundlage war für letztendlich Ihr sehr komplexes Bild von Technik- und Mensch-Interaktion, wo man sich irgendwann kaum noch vorstellen kann, dass es uns gelingt, einem Mensch, der an einem Leitstand steht, und am KIT entwickeln wir in so einem Energy 2.0 Lab genau so etwas, wo wir uns überlegen, wie kriegen wir ein Smart Grid gut gesteuert. Wenn man sich da einen Mensch vorstellt, da muss man fast sagen, einen armen Mensch vorstellt, der dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt bekommt, hier wird jetzt alles instabil. Das wird alles extrem kompliziert. Mit welcher Art von Information müsste ich den denn ausstatten, dass der verantwortlich eine Entscheidung übernehmen kann? Und an der Stelle sind wir, glaube ich, ganz schnell zusammengekommen und da haben wir gemerkt, dass was wir dem Mensch da zumuten, das muss mindestens ethisch in irgendeiner Form auch beurteilt worden sein, denn ansonsten muten wir diesem Mensch an der Stelle zu viel zu. Und die Perspektive, das aus der Technikentwicklung heraus mal zu betrachten und dann natürlich später in eine gemeinsame Betrachtung zu bringen unserer Mensch-Technik-Interaktionsforschung, das hat für mich damals einfach den Reiz ausgemacht, hier mal einen Beginn zu machen. Und ich glaube, heute ist sehr deutlich geworden, das ist auch erst der Beginn. Also wir fangen damit jetzt erst an. Ja. Ja, vielen Dank. Herr Steusloff, aus Ihrer Perspektive, das Zusammentreffen, wie sind Sie da vorgegangen und was waren da für Sie die vielleicht größten Überraschungen bei der Kooperation? Ja, ich bin Ingenieur. Als ich studierte, gab es noch keine Informatik und meine Ingenieurstätigkeit hat sich im Wesentlichen auf dem Hochfrequenzgebiet abgetan. Das heißt also, ich war weit entfernt von allem, was irgendwas mit Ethik zu tun hatte oder sonst eine Beziehung zu den ja auch durchaus abstrakten Konzepten, die die Ethik hier hervorgebracht hat. Noch weiter rein, ja. Okay, sehr gut, ja. Ich bin dann mal auf die Suche gegangen, wer denn nun möglicherweise mir da ein bisschen Philosophie beibringen könnte. Und natürlich, wir haben eine leistungsfähige Hochschule in Karlsruhe. Herrn Professor Grunwald kannte ich aus dem Arbeitskreis oder aus dem Gremium Focus ICT bei DIN, den ich geleitet habe, aufgebaut und geleitet habe. Und ja, wir sind uns dann sehr schnell einig geworden, wie wir das Ganze zu sehen hätten. Es gab also überhaupt keine Streitigkeiten über das Ob. Es gab natürlich Diskussionen über das Wie. Das ist aber kein Wunder, wenn ein Philosoph auf jemanden trifft, der von Philosophie keine Ahnung hat, aber das Ganze dann eben sehr wichtig zusammensieht.
und mir beigebracht hat, wie ich es zusammen sehe. Und das hat sich wirklich bewährt. Der Prüfstein des Ganzen war im Übrigen der Aufsatz, den wir da zusammengeschrieben haben, bei IGI eingereicht haben. Wir hatten eigentlich vor, Ihnen den Artikel noch zu geben, aber Herr Heusinger, wo ist er? Ist nicht. Vielleicht holt er den Artikel, das kann sein. Da haben wir erstmals zusammengestellt, wie wir beide das Ganze gesehen haben. Dass da mal eine leise Kritik kam von ganz außen. Man würde erkennen, dass da zwei Autoren drin sind. Das macht nichts. Es ist gut, wenn zu erkennen ist, dass die Kompetenzen entsprechend angepasst auch vorhanden waren. Ja, und auf diese Weise ist unsere Zusammenarbeit entstanden und ich hoffe, wir finden eine Gelegenheit, die weiterzutreiben. Ja, so also ein in dem Zusammenhang mutiger interdisziplinärer Schritt, da voranzukommen, in deren Folge wir uns ja auch heute hier treffen und auch die Idee steht, das institutionell zu verstetigen und ein Forum zu bieten. Ich sehe ganz wesentlich in Ihrer beiden Artikel die Rolle des Menschen angesprochen. Das heißt ja der menschliche Faktor, Human in the Loop. Und das spricht auch in dem Artikel sehr von einem gewissen Menschenbild und einer Einschätzung dem Menschen gegenüber. Und wir haben heute Morgen bei Ihnen, Herr Hubig, ja auch einige Rollen gesehen. Also Dirigent und Co-Akteur, gibt ja auch den Interakteur und wird immer oft von Kollaboration gesprochen. Der Kollaborateur hat als Begriff ein bisschen einen Geschmack, glaube ich. Ich bin jetzt gerade angesprochen worden nach der Session, ob das überhaupt, das kommt ja oft, ob überhaupt was Neues ist, ob man überhaupt eine neue Ethik braucht und wieso überhaupt mit diesen Rollen. Aber die Rolle des Dirigenten und des Co-Akteurs ist doch was Neues, oder? Könnten Sie es vielleicht nochmal betonen, wie das Menschenbild und die Rolle des Menschen mit dieser neuen Situation eine eigene ethische Herausforderung darstellt, wenn sie das denn tut? Ja, neue Ethik, ja oder nein? Das kann man so einfach nicht beantworten. Also es gibt einige ethische Standards, die sich durch die gesamte Ideengeschichte der Ethik hindurchziehen. Und ich sehe keinen Grund, diese in Frage zu stellen. Ja? In dem Kontext vielleicht nochmal das Stichwort aufgreifend, dass ethische Überlegungen doch abstrakt sein und mit konkreten technischen Fragen vermittelt werden sollten. Ich glaube nicht, wenn man unter ethischen Ansprüchen irgendeine Frage zu Ende denkt, dass das dann abstrakt bleibt. Ja, also Ethiker oder Philosophen sind nicht die Spezialisten fürs Allgemeine. Wenn das Ganze relevant werden soll, muss man, und in dem Punkt kann man vielleicht Karl Marx zustimmen, den Aufstieg zum Konkreten machen. Das ist ein Aufstieg und nicht ein Abstieg. Da wird es nämlich spannend, da wird es anstrengend. Und um mal einen Punkt zu nennen, in dem die verschiedenen ethischen Linien konvergieren, wir hatten das auch in unserer Nachdiskussion, also nach dem Mittagessen, die Tradition der Klugheitsethik. Die Klugheitsethik zielt ja darauf ab, das Handeln können zu erhalten. Also wenn Aristoteles warnt vor den Extremen, dann sind diese Extreme dadurch definiert, dass sie weiter Handeln verunmöglichen. Und der Erhalt der Fähigkeit zu handeln ist auch der Zielpunkt der Pflichtenethik, zum Beispiel von Kant. Also da gibt es große Übereinstimmungen. Und wenn man dies in Rechnung stellt als Spezifikum des Menschen, dass er an seinem Handeln selber interessiert ist, dann kommt man zu ganz konkreten Punkten. Wir hatten das unter dem Stichwort Optionswerte. Wenn wir abwägen zwischen positiven und negativen Realwerten des Einsatzes von zum Beispiel operativ autonomen oder strategisch autonomen Systemen, dann machen wir Risikokalkulationen und Chancenkalkulationen und wägen das ab. Aber was dabei immer mitspielen muss, wie weit erhalten wir unsere Fähigkeit zu intervenieren, Systemwechsel zu inszenieren, etwas rückgängig zu machen oder ähnlich. Das sind die typischen Optionswerte. Und das führt dann, lange Rede, kurzer Sinn, zu ganz konkreten Beispielen, wie wir etwa angesichts von Unsicherheitslagen, Ungewissheitslagen, fehlendem Wissen umgehen sollen. Ja, da brauchen wir ja auch Strategien des Entscheidens. Ja, und das sind die Philosophen nicht allein, sondern viele Praktiker, favorisiert man dann natürlich die Falsch-Positiv-Strategie. Ja, es ist sinnvoller, irrtümlich einen Schaden anzunehmen, der dann ausbleibt, Falsch-Positiv, als einen Schaden auszuschließen, der dann doch und überraschend eintritt.
Ja? Und der simple Grund wiederum, wenn Sie irrtümlich von einem möglichen Schaden ausgehen, tun Sie etwas dagegen. Ja, Sie machen vielleicht angesichts des Klimawandels Techniken effizienter, Sie treffen Vorsorge, Sie suchen alternative Wege. Und das sind Punkte, die die Sache vielleicht insgesamt verteuern, aber einen hohen Optionswertgehalt haben. Ja? Und die Orientierung an Optionswerten jenseits der Bilanzierung von positiven oder negativen Realwerten, das ist eine allgemeine Einsicht aus der langen Tradition ethischen Denkens bis hin natürlich zu den Nachhaltigkeitsdiskussionen, aber etwas, was sich Punkt für Punkt in ganz konkrete Problemlagen technischer Art umsetzen lässt. Ne? Erhalt der Entscheidungs- und Handlungskompetenz auf dieser dritten Ebene der Autonomie, der moralischen Autonomie. Und deshalb war nicht immer einfach von Autonomie zu reden. Es ist ein großer Unterschied, ob wir operative Autonomie von Assistenzsystemen in Grenzen, wie schon betont, annehmen oder strategische Autonomie, etwa bei Smart Grid. Da brauchen wir strategische Autonomie und da sind uns in manchen Bereichen die Systeme schon überlegen. Aber die Verantwortungsübernahme, das heißt die Übernahme für die Delegation von Verantwortung an die Systeme und den Erhalt der Fähigkeit, diese Delegation zurückzunehmen, die bleibt bei uns und die lässt sich nicht irgendwie ihrerseits nochmal autonomisieren oder automatisieren. Ja, vielen Dank. Herr Alt, Sie hatten da eine Anmerkung zu. Ich gebe Ihnen da recht, wenn Sie sagen, Ethik ist entweder konkret oder es ist keine Ethik. Wir haben nach der Aufklärung, also in den letzten 300 Jahren, immer alles versucht, technisch zu machen, was wir technisch können. Und haben erst danach gefragt, das war so eine Randfrage, ist das auch ethisch verantwortbar? Nehmen wir mal die Möglichkeit eines Atomkriegs. Mich als politischer Journalist treibt es um, wenn mir Michael Gorbatschow in dem letzten Buch, das wir gemeinsam gemacht haben, sagt, wir sind heute am Atomkrieg mindestens so nahe, wie wir in den 80ern es gewesen sind. Und damals hatten wir einige Mal nur Glück, reines Glück, dass wir noch hier sind. Es hätte sehr wohl sein können, dass wir nicht mehr hier sind, weil ein Atomkrieg wahrscheinlich der letzte Krieg in der Menschheitsgeschichte wäre, weil es danach keine Menschen mehr gibt, die noch einen Krieg führen könnten. Also wenn diese Herausforderung keine ethische Herausforderung ist, dann weiß ich nicht mehr, was Ethik sein soll. Also ich möchte mal kurz versuchen, gegenüber dem, was die Kollegen bis jetzt gesagt haben, als politischer Journalist die Fragen, die Sie an die reine Technik stellen oder an das, was wir nach der Aufklärung darunter verstanden haben, auf die politische Ebene zu heben. Es ist ja zweimal schon das Stichwort gefallen, Klimawandel. Nach einem möglichen Atomkrieg ist wahrscheinlich der Klimawandel, wenn ich zum Beispiel die Bundeskanzlerin anhöre über dieses Thema, die nächste Möglichkeit, das Leben der Menschheit zu beenden. Dass wir als Spezies nahezu verschwinden und die Evolution vielleicht wieder von vorne anfangen muss. Also ich stimme auch dem zu, was vorhin gesagt wurde, ohne Smart Grid, das heißt ohne diese neuen Technologien, werden wir die Energiewende nicht hinkriegen. Ich glaube, wir kriegen auch die Energie, zur Energiewende gehört eine Verkehrswende. Eine vernünftige Verkehrswende kriegen wir nicht hin, wenn wir nicht Abschied nehmen von Benzinauto oder vom Dieselauto. Wenn wir nicht Abschied nehmen von der Vorstellung, das Auto überhaupt, ob das jetzt ein autonom fahrendes ist oder ein herkömmlich fahrendes, von Menschen angetriebenes Auto ist. Wenn wir nicht Abschied nehmen von der Vorstellung, dass wir weitgehend mit dem PKW uns vorwärts bewegen, anstatt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind alles ethische Herausforderungen, vor denen wir heute stehen. Also Ethik in der Technik, unser Thema heute, ist immer auch ein hochpolitisches Thema. Ob das die Gefahr eines wieder möglich gewordenen Atomkriegs ist, bitte, ich habe in Nordkorea an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea mir zeigen lassen von Militärs, dass die bereits heute fähig wären, einen Atomkrieg zu digitalisieren. Das heißt, Maschinen einzusetzen, die wir nicht mehr stoppen können. Also da ist dann Schluss mit, du kannst die Maschine stoppen. Ja, wenn du den Stecker noch ziehen kannst, ja. Aber dort haben Militärs gesagt, wir können uns heute eine Situation vorstellen, wo wir den Stecker nicht mehr ziehen könnten. Die Amerikaner arbeiten an Ähnlichem und die Russen natürlich auch. Auch Herr Putin ist nicht ein geborener Pazifist. Und die Chinesen sowieso. An Systemen,
die es ermöglichen, dass wir Roboter für die atomare Kriegsführung einsetzen. Oder beim Stichwort Digitalisierung, die große Angst bei der Digitalisierung, und das haben Politiker noch nicht überwinden können, deshalb AfD, hängt immer mit Politik zusammen. Die große Angst bei der Digitalisierung heißt immer Massenarbeitslosigkeit. Ich gehöre nicht zu denen, die den Horror Massenarbeitslosigkeit beim Stichwort Digitalisierung an die Wand malen. Es war schon immer so, dass durch neue Technologien immer wieder auch neue Arbeitsplätze entstanden sind. Es gibt immer Verlierer, aber es gibt auch viele Gewinner. Das war so, als wir die Pferdekutschen abgelöst haben durch das Auto, als das Fernsehen beinahe überholt wurde durch die Computer, haben wir in unseren Fernsehanstalten gesagt, jetzt gibt es bald kein Fernsehprogramm mehr. Jetzt leben wir im Jahr 2018, seit vielen Jahren haben wir die Digitalisierung und ein deutscher Mensch sitzt noch immer 3,5 Stunden pro Tag vor dem Fernseher. Also häufig ist das, was als technische Revolution angekündigt wird, eher eine Evolution, eine beinahe natürliche Fortentwicklung. Das war in der gesamten Geschichte der Technik so. Es war meist eher eine Weiterentwicklung als ein revolutionärer Anfang. Allerdings glaube ich, dass wir, um das Stichwort des Themas von heute Nachmittag nochmal aufzugreifen, mehr lernen müssen als bisher, Ethik und Technik zusammenzukriegen. Nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, über Ethik nachzudenken, sondern vorher. Nehmen wir mal die Entwicklung von Atomkraftwerken. Keiner hat rechtzeitig überlegt, oder kaum einer, keiner von Gewicht zumindest, was machen wir denn mit dem Atommüll, der dann natürlich anfällt? Und jetzt stehen wir vor der Frage, wohin damit? Ein nahezu unlösbares Problem, wenn ich allen Technikern, die damit beschäftigt sind, heute zuhöre. Wir haben noch keine Lösung für den Atommüll, aber wir haben ja gesagt. Ich habe neulich mal, ich glaube es war bei Maischberger, gewagt, die Frage zu stellen, was kostet es eigentlich, einen Pförtner zu bezahlen, der 1 Million Jahre lang Atommüll zu bewachen hat. Ein deutscher Mathematikprofessor fing sofort an zu rechnen. Und hat gesagt, wenn dieser Pförtner im Monat 3.000 Euro verdient, über 1 Million Jahre, und er lege eine Inflation von 2% zugrunde, dann bekommt dieser eine Pförtner mehr Geld, als die gesamte Menschheit heute über Geld verfügt. Ist das vertretbar? Ist das ethisch? Was soll dieses lächerliche Argument, Atomenergie ist billig? Es gibt keine teurere Energie als die Atomenergie. In der gesamten Menschheitsgeschichte ist uns nie, jetzt rede ich gar nicht von Gefahren, Tschernobyl, Fukushima und anderes, sondern nur von der Frage, wie ökonomisch ist das, dass wir auf Atomenergie gesetzt haben, ohne zu wissen, wohin mit dem Müll. Das heißt, wir müssen ethische Fragen vorher stellen. Das ist beim autonomen Fahren genauso. Wir sind noch nicht so weit, dass wir heute nach allem, ich bin autonome Autos gefahren, aber es ist nicht so, dass ich dann ausgestiegen wäre und habe gesagt, das ist die Zukunft schlechthin. Da sind noch eine ganze Menge ethischer Fragen offen, die viel zu rasch und viel zu voreilig beantwortet werden. Also, ich wollte nur deutlich machen, ich wollte nur vorschlagen, dass wir die großen politischen Fragen dieser Zeit, möglicher Atomunfall, Energiewende, Massenarbeitslosigkeit durch Digitalisierung mit einbeziehen in unsere Überlegungen. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt kaum Zweifel, dass sowas wie Atomkrieg und Atomkraftwerk und so weiter ethisch zu behandeln sind und relativ früh. Vielen Dank für die vielleicht Positionen und Meinungen, die ja sehr schön zeigen, was mit Optionswerten und klugheitsethischen Erwägungen gemeint sein kann. Das wäre ja quasi ein Plädoyer gewesen, früher klugheitsethisch Erwägungen prominenter zu machen. Bei Herrn Wegener steigt der Druck, glaube ich, was einzuwenden, wenn ich das richtig interpretiere. Dann hätte ich eine Frage. Naja. Lassen wir Siemens mal aus dem Spiel im Moment, würde ich sagen. Ich hätte noch mal eine Frage an Sie beide mit dem Troubleshooter, der Rolle des Menschen, da noch mal zurückzukommen. Denn wir haben von Herrn Wegener heute was über Fehlerkultur gehört. Und wie geht das zusammen mit dem ultimativen Problemlöser und der Fehlerkultur?
Das wäre ja ein anderes Bild, wenn der Mensch hauptsächlich Fehlerursache im System ist. Oder hauptsächlich ultimative Lösungsinstanz. Ist das eine Frage des grundlegenden Menschenbilds? Also aus anderen Texten von Herrn Hubig kann man entnehmen, dass über die Art und Weise, wie jemand Mensch, Technik und zum Beispiel Natur und Kultur voneinander abgrenzt, dass es vor allem Hinweise darauf gibt, wie was für ein Menschen- oder Naturbild oder Technikbild da hinten dran steckt. Was wäre in dem Fall von der Fehlerkultur und dem Troubleshooter oder der ultimativen Lösungsinstanz? Ist es eine Frage des Menschenbildes oder rein der Systemgestaltung? Ja, ich glaube, das ist schon deswegen eine Frage des Menschenbildes, weil wir den Mensch in dem Diskussionszusammenhang ja immer anders verhandeln. Ja? Also wir haben ein schönes Projekt gemacht, da ging es um fliegende autonome Autos. Und da haben die Technikentwickler gesagt, ja, wenn der Mensch da auch noch mitmachen will, also die waren batteriebetrieben natürlich, denn sie sollten ja auch ökologisch sein, die konnten also so ein halbes Stündchen fliegen. Und da hat man gemerkt, wenn der Mensch da auf einmal den Eindruck hat, er wird gerne noch einen Umweg machen und hat aber nur eine halbe Stunde, dann wird es auf einmal ziemlich tödlich. Mhm. Nämlich, wenn der da nicht mehr ankommt, dann rollt der ja nicht einfach auf dem Seitenstreifen aus, sondern der fällt dann runter. Und damit wäre es ja dann fatal. Das heißt, in dem Moment wird der Mensch wirklich als Störfaktor betrachtet in einem autonomen System und genauso auch bei automatischer Kollisionsvermeidung zwischen Flugzeugen, wo wir eben mehrere Fälle haben, wo der menschliche Pilot letztendlich dafür gesorgt hat, dass das automatische System jedenfalls so nicht funktioniert hat. Und wir haben in unserem Bild den Mensch tatsächlich auch drin als denjenigen, der Fehler oder Trouble im technischen System irgendwie lösen kann. Und mit diesen beiden Rollen muss der Mensch typischerweise leben. Das heißt, in unserem Menschenbild muss auch der immer irgendwie institutionell gefestigt sein. Das ist übrigens auch beim roten Knopf einer Atomwaffe letztendlich so. Und wenn man sich überlegt, wer hätte den heute im Moment, den roten Knopf, dann wird einem ja auch ein bisschen Angst und Bange. Ja? Und dann, zum Beispiel, genau. Das heißt, auch da könnte man ja sagen, wenn man da einen guten programmierten Roboter hätte, der quasi überhaupt erst freischaltet, ob man den Knopf drücken kann, gibt es vielleicht auch Konstellationen, wo man sagt, ja, vielleicht brauchen wir auch sowas. Und ich glaube, aus dieser Doppeldeutung und der Rolle der Menschen kommen wir in der Diskussion einfach nicht raus, weil weder die Menschen ideal sind. Wir können versuchen, sie ideal vorzubereiten. Also ein Prüfstandmensch an einem Smart Grid, den würde man eben institutionell festigen mit Handbüchern, mit Fortbildungen und ähnlichen Dingen. Wenn er dann in dem Moment schlecht aufwacht und denkt, er muss jetzt ein ganzes Passagierflugzeug an eine Alpenwand fahren, dann kommt halt auch das vor. Ich glaube, aus der Nummer kommen wir nicht raus. Ähnliche Beispiele in der Session. Herr Hubig, Sie hatten einen Kommentar. Eine kleine Ergänzung dazu. Wir sollten, meine ich, unterscheiden zwischen Fehlerfreundlichkeit und Fehlerkultur. Ja, unter Kultur verstehen wir im Allgemeinen die Gesamtheit der Mechanismen, innerhalb derer es überhaupt dann möglich ist, dass sich Individuen entwickeln, rational entscheiden, handeln können, da werden die Bildungsvoraussetzungen geschaffen, die materiellen Absicherungen etc. Also Kultur ist sozusagen der Inbegriff der Standards und jedes Individuum benötigt in diesem Sinne eine Kultur, die sich dann noch in verschiedene Sektoren aufteilt. Meine Forderung nach Einrichtung einer Fehlerkultur bezog sich entsprechend auf die Notwendigkeit, dass wir institutionalisierte Foren der Bilanzierung von Entwicklungen autonomer Systeme einrichten, auf denen die Erfahrungen ausgetauscht werden, sodass die Einzelnen, seien es Unternehmen oder Individuen, nicht allein diesen Systemen gegenüberstehen. Und diesen Lerneffekt erzielt man nur, indem man eben aus Fehlern lernt. Das setzt voraus, dass unsere bestehende Kultur, die im Wesentlichen auf Leistungspräsentation im Wettbewerb aus ist. Das fängt schon beim Projektdarwinismus in den Unternehmen an, in dem die Projekte kämpfen um Ressourcen, um Weiterführung. Die Geschäftsfelder konkurrieren untereinander. Wenn Sie sich erinnern, bei Daimler die Einführung des Stadtautos ist gescheitert an dem Geschäftsfeld, das die Taxen vertreibt. Ja? Und nachdem die Taxifahrer mit dem Boykott gedroht haben, wurde aus dem sehr intelligenten Stadtauto ein ganz normaler Kleinwagen.
diese Konkurrenz ist nicht zielführend, wenn es um Hochtechnologien geht, die in einer starken Entwicklungsdynamik sind. Das ist die eine Seite, Fehlerkultur in diesem Sinne. Daneben natürlich gerade angesichts der Troubleshooter die Fehlerfreundlichkeit. Man muss natürlich schauen, dass etwa in der Koaktion zwischen Fertigungsassistenzrobotern oder anderen Assistenzsystemen einkalkuliert wird, dass die menschlichen Koakteure hin und wieder Defizienzen aufweisen, sei es, dass die Vigilanzschwellen sinken oder Ähnliches, aber auch regelrecht Fehler machen. Und das muss bei dem Tracking, das also seitens der Systeme sich auf diese Koakteure richtet, berücksichtigt werden. Ja? Dass also in einem positiven Sinne die Systeme aus diesen Erfahrungen lernen, das lässt sich machen. Ja? Insofern sollte man nicht zu global das Containerwort Fehlerkultur einsetzen. Dasselbe gilt für das Prototyping oder Ähnliches. Mhm. Ja? Ich hatte in meiner Darlegung die Fehlerkultur noch mit einem anderen Aspekt versehen. Der klassische Elektroingenieur, Maschinenbauingenieur und artverwandte Ingenieure werden eigentlich ausgebildet, um sozusagen präzise etwas auszulegen mit dem Anspruch höchste Qualität und höchste Leistung in diese Richtung. Dementsprechend sind, und da ist sozusagen der Fehler ein ungesehener Gast. Ja, nicht gern gesehener Gast. Und wenn man jetzt in die Informationstechnologie geht, da ist es anders. Da entwickelt man ein Programm und das optimiert man, indem man aus den Fehlern dieser ersten Programmierung lernt, die Programmierung verbessert und sich sozusagen weiterhangelt. Durch Industrie 4.0 werden diese beiden Welten sozusagen verschnitten. Das heißt, das wird jetzt zusammengeführt und das führt dazu, dass Kulturen, also sozusagen Auslegungskulturen aufeinandertreffen. Das heißt, der eher softwaregetriebene Ingenieur, Ingenieurin trifft auf jemanden, der sozusagen eher Maschinenbau oder Elektrotechnik getrieben ist. Und das, wenn wir jetzt zum Beispiel von agilen Entwickeln sprechen, dann meinen wir, dass wir dann einfach zulassen, dass wir die verschiedenen Disziplinen, Elektroingenieur, Maschinenbauingenieur, Softwerker und Softwarearchitekten und dergleichen mal in ein Team stecken und die dann zusammenarbeiten lassen und zulassen, dass dann Fehler gemacht werden, aus denen man wiederum lernt, um das System zu perfektionieren, zu verbessern, gemäß der Specs, die man vorher vorgegeben hat. Und da kann man eben aus der Praxis lernen, das geht schneller, das wird besser, wenn man das einfach zulässt. Das ist also ein kultureller Punkt in den Köpfen der Ingenieure und Softwerker. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, jetzt hinsichtlich der Punkten, die der Herr Alt angesprochen hat, wenn man jetzt in so technische Systeme geht und von oben drauf guckt, Atomwaffen, Atommüll oder sonstige Geräte, die hohen Stellenwert und gesellschaftliche Auswirkungen haben, da kann man sozusagen nicht, da spricht man nicht von Fehlerkultur, da muss man sozusagen perfekte Systeme schaffen, die aber nicht perfekt sein können per Definition. Das heißt, da muss man eher sagen, okay, welches Risiko geben wir dem System? Also wenn man zum Beispiel über Cybersecurity nachdenkt, dann ist es ganz klar, wir können keine hundertprozentige Sicherheit technisch gewährleisten. Was man aber machen kann, ist, man kann eine Risikoanalyse machen und sagen, welches Risiko sehen wir, in welchen Dimensionen? Und dann kann man sagen, welches System möchte man aufbauen, um einen gewissen Risikolevel zu erfüllen. Das heißt, da ist sozusagen die wirtschaftliche Betrachtung, wie viel Geld will man investieren, um einen gewissen Risikolevel zu erreichen, die Frage. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, selbst wenn man beliebig viel Geld reinsteckt. Und das ist genau der Punkt. Und wenn man dann in so Sachen reingeht, die nachhaltigen Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Atomwaffen oder Waffen im Allgemeinen oder Atomgegenstände, dann ist es natürlich sehr gesellschaftlich sehr fragwürdig, wie man damit umgeht. Da kann man eigentlich, dann kommt ganz besonders die Ethik vor, wo man sagt, das will man gar nicht haben oder muss man sozusagen ganz anders handhaben. Mhm. Da braucht man Regelsetzung. Ja. Aber auch, was Sie gerade gesagt haben, es kann kein perfektes System geben, man versucht trotzdem dahin zu gehen und es ist eine Einigung über, was sind akzeptable Risiken. Also eine Risikoschwellenwertdiskussion, das sind ja alles auch ethisch zu führende Debatten, die dahinter stehen, die zunächst mal den Maßstab festlegen, ab wann ist ein gewisses Risiko, das wir eingehen und systemisch gestalten, akzeptabel und ab wann nicht. Und da ist natürlich so etwas wie die Illusion des perfekten Systems oder der perfekten Maschine
vielleicht ethisch sogar riskant. Und dann wäre ja eine Fehlerkultur oder Fehlerfreundlichkeit vielleicht auch ein Stück Ehrlichkeit, was diese Perfektionsgrade angeht, oder? Jetzt weiten wir den Begriff sehr aus. Sehr, ne? Ja. Also der Umgang mit Unsicherheiten ist jetzt nicht direkt Bestandteil einer Fehlerkultur. Man könnte vielleicht sagen, es ist der Bestandteil einer Fehlervermeidungskultur oder sowas Ähnliches. Aber man sollte die Worte nicht zu großen Containerbegriffen ausweiten. Also Fehlerfreundlichkeit. Wir haben uns alle an ein System gewöhnt, an das Auto, das nach 1945, das weiß kaum jemand, weltweit 120 Millionen Tote organisiert hat. Zweimal Zweiter Weltkrieg auf unseren Straßen. Bitte, wer es nicht glauben kann, ich habe auch lange es nicht für möglich gehalten. Googeln Sie. 120 Millionen Tote durch Autos. Seit ich diese Zahl gehört und gelernt habe, ist mir klar geworden, dass wir als Homo sapiens intensiv daran arbeiten müssen, nicht das Auto abzuschaffen. Das ist illusionär. Dafür haben wir es ja nicht erfunden. Aber intelligentere Systeme zu organisieren als das von Menschen gefahrene Auto. Der Hauptfaktor beim Auto, der Hauptfehler ist immer der Mensch. Nicht die Technik. Der Mensch ist das Problem gewesen für die 120 Millionen Toten. Jetzt habe ich noch gar nicht von Feinstaub und sowas gesprochen, sondern nur von Sicherheit. Ob ich das überlebe, wenn ich ins Auto steige. 120 Millionen Tote. Seit mir diese Zahl im Kopf ist, nehme ich autonomes Fahren viel ernster als bisher. Und da sagen mir Fachleute, die Zukunft wird zeigen, ob das stimmt, aber Fachleute sagen mir, wir können die Zahl der Toten auf den Straßen um mindestens 90% reduzieren. Wenn das wirklich so ist, bin ich sofort für autonomes Fahren. Denn ich weiß als Realist, Autos abschaffen geht nicht, nur öffentlichen Verkehr wird auch nicht gehen. Das müssen wir zwar ausweiten, wenn wir überhaupt noch vorwärts kommen wollen in diesem Stau Deutschland. Ein deutscher Mensch verbringt normalerweise mehr Zeit im Stau als beim Sex. Ist das Lebensqualität? Die Frage muss man stellen, ist ganz ernsthaft. Mehr Geld im Stau, mehr Zeit im Stau als beim Sex. Also insofern bin ich sehr für autonomes Fahren, weil es wahrscheinlich nicht ganz so fehlerfreundlich ist, das autonome Fahren, wie das von Menschen gefahrene Auto. Ja, ganz neue Anforderungen für die Innenausstattung von Autos für den Stau. Jetzt ist eines der Stichworte ja gefallen, ne? Der Mensch ist die Hauptfehlerursache. Da sind wir ja eigentlich wieder beim Menschenbild. Aber jetzt kamen auch sehr viele sehr überzeugte Zukunftsaussagen. Ne? Das wird nie so kommen, das wird auf jeden Fall so sein. Da regt sich bestimmt was im Technikfolgenabschätzer. Also wir sind ja letztendlich dran, auch an den Dingen, die Sie gefordert haben, da frühzeitig letztendlich mitzudenken und auch auf einer politischen Ebene, also auch beim Deutschen Bundestag zum Beispiel. Die Herausforderung ist dabei immer, was ist quasi wissenschaftlich gesehen die Grundlage, weil wir eben über Zukünfte reden und das, was wir eben über Risikoabschätzung gesagt haben und heute entscheiden unter unsicheren Wissensbeständen, das ist genau die Herausforderung, die wir da irgendwie zu lösen haben. Denn Sie haben eben ja im zweiten Zug auch gesagt, wirklich revolutionäre Veränderungen haben wir ja fast keine. Ja? Und selbst disruptive Dinge, die wir im Rückwärtsblick als solche identifizieren, stellen sich letztendlich als doch in einer etwas umfassenderen Gemengelage als eine schnelle Evolution jedenfalls da. Das heißt, die Herausforderung, die für uns alle hier bleibt, und so verstehe ich eigentlich auch unser Symposium hier, dass wir diese Kombination von Technik und Menschen, die wir jetzt in verschiedenen Anwendungszusammenhängen betrachtet haben, dass wir deren Ausgestaltung eben jetzt bestmöglich so machen wollen, um all diese Extremfälle, die wir heute in der Diskussion schon hatten, nämlich die nicht funktionierenden Menschen, und die nicht funktionierende Technik, wo dann auf einmal der Mensch wieder ins Spiel kommt, die irgendwie in den optimalen Einklang zu bringen. Und da, glaube ich, haben wir heute doch auch schon einen Wissensstand erreicht oder auch heute einen Diskussionsstand erreicht, dass das jeweils kontextbezogen passieren muss. Also die Lösung für Kriege führen in der Zukunft mit digitaler Unterstützung und die Lösung für Pflege und autonomes Fahren und Smart Grid Steuerung, die werden wahrscheinlich wenig übertragbare Zwischenergebnisse haben. Wir haben in unserer
Arbeitsgruppe über ein Framework geredet, wo wir sagen würden, okay, vielleicht lassen sich für diese Beurteilungen aus einer technischen Sicht, da hatten wir Use Cases und eine große Datenbank von Use Cases, auch hier zum Beispiel, wo man sagen könnte, es wäre doch schade, wenn wir die nicht genutzt bekommen für diese Art von ja, Technikgestaltung eigentlich. Aber da müssen wir eben, glaube ich, realistisch sein, was die Übertragbarkeit von einzelnen Use Cases in unterschiedliche Anwendungszusammenhänge bringt. Das ist leider keine befriedigende Antwort, weil es nämlich bedeutet, dass wir anwendungsbezogen sehr unterschiedlich vorgehen müssen. Denn was jeweils auf dem Spiel steht, ich glaube, das ist in der Diskussion jetzt schon deutlich geworden, das ist jeweils von sehr unterschiedlicher Tragweite. Und die Bandbreite, die wir jetzt durch den Atomkrieg letztendlich noch mit reinbekommen haben, bringt es noch auf den Punkt. Herr Stoßloff. Ich würde das nur ganz kurz ergänzen wollen. Die Diskussion über das, was der Mensch kann und nicht kann und was wir von ihm wollen im Kontext unseres Artikels, unseres Buchartikels dort, ist eigentlich nur, dass wir sicher sein wollen, dass die Schutzmechanismen, die beispielsweise da versagt haben, ersetzbar sind. Dass also, das wäre keine Redundanz, nicht? Sondern das wäre einfach eine vorgeplante, also in der Systemgenerierung vorgeplante Maßnahme und davon eine ganze Reihe von denen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo dann unser sicheres System unsicherer ist als das nicht sichere System. Wir haben bei uns im Institut vor vielen Jahren ein System entwickelt. Da gab es noch keine PCs, da haben wir noch richtig Rechner gelötet. Dieses System hat eine 100% Redundanz des Automatisierungsrechners. Und wir waren heilfroh, dass die nie in Anspruch genommen worden ist. Denn sie hätte funktioniert, keine Frage. Aber wir wissen ja, wie dann mit diesen Dingen in der Folge umgegangen wird. Das große Problem wäre gewesen, dass wir eine Betriebsvereinbarung nach der anderen gemacht hätten, was, wie man denn nun mit solchen Geschehnissen umgeht. Und das hat Gott sei Dank war nie notwendig, weil erstaunlicherweise diese 100% Redundanz tatsächlich genau das gehalten hat, was sie sollte. Sie ist nie ausgefallen. Dennoch ist das Risiko natürlich nicht null. Es gibt nichts auf der Welt, das ist meine Überzeugung, bei der das Risiko null ist. Und deshalb müssen wir eben sehen, dass wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, und das sind auch solche Redundanzen, weil vorhin jemand sagte, das ist nicht die letzte Lösung. Es ist eine von den wenigen Lösungen, die halbwegs Erfolg versprechen. Ja. Danke. Ich würde auch gleich gern dem Publikum die Gelegenheit zu Fragen geben. Ich hatte vorher noch eine Frage an Sie, Herr Wegener. Sie haben uns ja ein Zukunftsbild eigentlich dargestellt und auch gesagt, dass der Stand sehr unterschiedlich ist und wir noch lange nicht sind, aber das in die Richtung geht. Sie haben uns den Digital Twin erklärt und gezeigt, also die jeweils digitale Variante oder simulierte Variante von Produkten oder Produktionsflächen und so weiter. Und haben dann aber einmal, weil wir gerade hier die verschiedenen Einflugschneisen vom ausgehend vom Menschen auf die Mensch-Technik-Relation, ausgehend von der Technik auf Mensch-Technik-Relation gesehen haben. Unten rechts auf der Folie eine Dame gezeigt mit einer Art Hologramm nebendran als Digital Twin. Vielleicht die Frage, das Digital Twin bezieht sich ja nicht auf Menschen in ihrem Konzept, wohl aber ist diese Fabrik ja nicht menschenleer, sondern da ist ja immer ein Mensch mit in the loop. Und von dem werden müssen ja auch Digital Twins erstellt werden. Wie ist denn da das Zwillingsverhältnis auf Menschenseite im Gegensatz zu den Produkten? Denn komplett simuliert werden kann der ja nicht. Und es ist ein Thema, dass Digital Twins auch von den Menschen da drin vorgesehen werden. Und wie werden die dann zum Beispiel gefasst? Gute Frage. Also erstmal zur Grafik. Das war eine junge Dame, die
daneben war der Digital Twin. Das sollte eigentlich eher ein Netz darstellen, so eine Art Vermischung, also eine Netzstruktur, dass man eben sagt, das ist ein diskret abgebildeter Digital Twin mit irgendeiner Granularität der Simulation, weil es eben nicht unendlich aufgelöst ist, dieser Digital Twin. Das ist eine. Also was macht man? Ich meine, wenn Sie zum Beispiel eine Maschine bauen oder und dann sich die Frage stellen, wie wird die Maschine bedient, wenn Sie ergonomische Fragestellungen haben in der Fertigung, in der Montage, dann verwendet man Digital Twins. Das sind sozusagen Simulationen von Menschen, wie sie sich eben bewegen. Und da ist keine Psyche drin, das ist sozusagen nur die physikalische Abbildung, die mechanische Sicht des Menschen, um zu gucken, welche Kräfte wirken da, eckt er irgendwo an und solche Sachen. Also Durchdringung, kann er da überhaupt reingehen, wenn Sie sich so schön fragen, kann das montiert werden? Dann können Sie sozusagen einen Digital Twin eines Menschen virtuell in den Flügel klettern lassen und gucken, kann der denn da überhaupt noch diese Schraube oder diese Niete bedienen? Das sind solche Sachen. Also das gibt's schon. Also das kann man bei uns doch schon kaufen. Das ist aber eine sozusagen Simulation der Hülle des Menschen unter Berücksichtigung eines einfachen Modells. Das kann man natürlich verfeinern. Das ist aber keine psychologische Simulation des Menschen. Da wird ja, also meines Wissens, nicht drüber nachgedacht. Wäre also eine Reduktion auf den Körper in dem Umfeld. Aber wenn man jetzt gerade die Rolle des Menschen im Kreis betrachtet, müsste man auch sowas wie, ich meine, Ihre Spezialität, was Sie gesagt haben, speziell für Menschen ist Kreativität. Das lässt sich ja schwer simulieren. Und wenn dem so ist und man es trotzdem, bevor man die Fabrik baut, einbeziehen möchte, was man glaubt, ja, müsste, da möchte ich wäre dann wieder Experimentieren angesagt. Also erstmal es wird auch an anderen Stellen simuliert, also zum Beispiel Gebäudeauslegung. Wir machen ja auch Gebäudeautomatisierung. Wir haben zum Beispiel auch Simulationen für menschliches Verhalten, also Fluchtverhalten. Also Beispiel, wenn man Evakuierung von Gebäuden oder von technischen Anlagen macht, dann ist es schon, kann man sozusagen aus der Individualsicht eines Digital Twins, eines Menschen sozusagen auf die Gesamtheit kommen und kann dadurch sozusagen Strategien für vernünftige Evakuierung eines Gebäudes, einer technischen Anlage machen, was für Notfälle sehr, sehr sinnvoll ist. Mhm. So ist zum Beispiel auch überlegt worden, klassische Fragestellung, Audi hat in Ingolstadt eine Betriebsversammlung gemacht und die hatten kein Gebäude, wo, glaube ich, 5000 Leute reinpassten. Dann haben wir eine Simulation gemacht und gezeigt, dass sie auf ein Dach einer großen Fertigungshalle gehen konnten und dann wurde simuliert, das, was eben 5000 Menschen machen, auch wenn sie sich vielleicht so verhalten, dass was nicht gewünscht ist, und konnte eben sicherstellen, dass man eben Zulass ließ, dass diese 5000 Menschen auf diesem Dach dieser Versammlung beigewohnt haben. Also da ist schon viel, wird schon viel gemacht, aber das ist eben, wie gesagt, eher die Äußerlichkeit des Menschen, nicht das innere Wesen des Menschen. Das wird also zumindest nicht in der Digital Twin Software verarbeitet, was wir jetzt da entwickeln und verkaufen. Diese unterschiedlichen Fortschritte haben ja dann Konsequenzen für die Mensch-Technik-Systemgestaltung, wenn das eine sehr viel stärker und detaillierter repräsentiert werden kann als das andere. Und wäre ja die Frage, wenn man von der Menschseite aus mehr denkt, inwieweit das vielleicht nachgezogen werden könnte. Ob es überhaupt sinnvoll ist. Aber Sie hatten noch einen Kommentar dazu. Ja, vielleicht noch eine kleine bestätigende Anmerkung dazu. Es wird zwar manchmal etwas salopp davon gesprochen, dass Simulationen etwas abbilden. Aber nichts ist falscher, das ist eben auch deutlich geworden. Es geht bei Simulationen darum, in pragmatischer Absicht belastbare Prognosen zu generieren. Absolut. Ja, die Prozesse, die dazu führen, da wird auch fälschlicherweise immer von einer Simulationspipeline gesprochen, sind nicht einfach Aneinanderreihung von bestimmten Elementen, sondern das ist entscheidungsbasiert und damit rechtfertigungsbedürftig mit zahlreichen Iterationsschleifen. Also ich war jahrelang PI im Exzellenzcluster Simulation Technology. Da haben wir solche Fälle auch untersucht. Das beginnt schon damit, dass Sie von den qualitativen Modellen aus physikalische Modelle machen und die Gleichungssysteme natürlich unter dem Kriterium der Ausrechenbarkeit wählen.
Und das, dadurch entstehen sogenannte Toy Simulations. Das sind nicht Simulationen von Spielzeugen, sondern spielerische Simulationen. Gewebe wird modelliert als Wasser plus Dämpfungsfaktor oder die dichte Funktionaltheorie ignoriert die Wechselwirkung zwischen Molekülen und so weiter. Ziel ist belastbare Prognosen. Und dann die Frage, wie machen wir die Diskretisierung, also die Einteilung in Zellen? Das unterliegt einem bestimmten Zweck, wie weit Sie das auffächern oder nicht. Ja, wie übersetzen Sie den numerischen Code in den Rechnercode? Ja, da finden starke Vereinfachungen statt, damit man in Echtzeit und kostengünstig rechnen kann. Und wie gestalten Sie grafisch die Simulationen? Denn Sie können ja die Ergebnisse von Darstellung, die Visualisierung von Simulationen, Sie können ja Simulationen nicht in Zahlenreihen präsentieren. Und die Art, wie Sie das gestalten, hat jetzt in den USA zu einer Simulation Ethics geführt. Ja, daran sehen Sie, dass die Technikethik in die Details reingehen muss, gerade bei diesen komplexen Prozessen, wie sie jetzt auch durch die Industrie 4.0 im Zuge der Digitalisierung entstehen. Und entsprechend differenziert sich das Gebiet der Ethiken auch aus. Es gibt immer mehr Bindestrich-Ethiken und zwar aus gutem Grund. Herr Stoßlopf, Sie haben sich gemeldet. Ja, ich habe nur die kurze zusätzliche Bemerkung zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Rubig. Wir simulieren, damit wir überhaupt zunächst mal halbwegs auf sicherem Boden stehen, von der Funktionalität her. Das muss sein und da kann man auch heute mit der Rechnerleistung, die zur Verfügung steht, auch in Echtzeit ganz ordentlich simulieren. Und ich sage immer, über Speicher reden wir nicht, den hat man. Und also alle diese Voraussetzungen sind da. Wer macht hinterher die Interpretation? Das ist für mich einer der kritischsten Punkte überhaupt. Sie kriegen Kurven auf dem Bildschirm, Sie kriegen ausgedruckte Zahlenkolonnen, Big Data lässt grüßen und am Schluss steht wieder ein Mensch da, der Schlüsse gezogen hat aus dem, was er da vor sich auf dem Schreibtisch liegen hat und der ist verantwortlich. Und wie nehmen wir ihm, machen wir ihm diese Verantwortung erträglich? Denn es ist ja nichts, was der tut, weil er jemand anderen ärgern will, sondern das gehört eben zum Gesamtspiel dazu. Gerade bei Echtzeitproblematiken, wo dann möglicherweise doch die Rechnerleistung eine Rolle spielt, oder bei Problematiken, wo die Sensoren, wenn sie ausfallen, großen Schaden anrichten und solchen Dingen. Ja, da frage ich mich immer wieder, mit welchem Mut die Leute bei ThyssenKrupp, für die wir damals die Automatisierung für die Tiefofenanlage gemacht haben, die Öfen eingeschaltet haben. Und wir hatten das alles simuliert, aber so ein Schalter dieser Größe und dann macht man mal kräftig so und dann geht da Megawatt von Energie raus, ist schon was ganz Besonderes. Ne? Und das müssen wir auch berücksichtigen, dass die Menschen, die damit umzugehen haben, mit dieser Challenge fertig werden. Herr Altseer. Ja, da schließt sich die Frage an, woher nehmen wir denn die Werte, die wir heute für eine neue Ethik brauchen? Bis zur Aufklärung vor 300 Jahren war das selbstverständlich aus den klassischen Religionen. Das geht aber heute nicht mehr. Seit katholische Priester Atomwaffen gesegnet haben, ist mir klar geworden, dass das mit den alten Religionen nicht geht, wenn wir überleben wollen. Es geht nicht. Also Herr Trump hat vor kurzem eine große Parteiversammlung gemacht, hat seine Frau öffentlich ein Vaterunser beten lassen und anschließend verkündet auf derselben Versammlung, er wird jetzt seine Atomwaffen modernisieren und sogar automatisieren. Wie soll das je zusammenkommen? Alle Religionen, alle sagen Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und machen exakt das Gegenteil. Exakt das Gegenteil. Bitte, wir leben in einer Zeit, in der 62 Milliardäre auf unserer Welt über mehr Geld verfügen als die ärmere Hälfte der Menschheit. Wo hat hier Religion irgendetwas bewirkt? Wir haben noch immer eine Zeit, in der zum Beispiel im Islam
die einen zu ihrem Allah beten, die Sunniten für ihren Sieg und die Schiiten für ihren Sieg. Bitte, was soll denn der arme Allah da machen in so einer verrückten Situation, wo wir so verrückt sind? Wir nennen uns Homo Sapiens und spielen das Gegenteil und benutzen noch die alten Religionen dafür. Kreuzzüge, 30-jähriger Krieg, sie können alles durchdeklinieren. Nordirland, immer wurde im Namen von Religion Krieg und Massenmord organisiert. Bis heute. Und Herr Trump noch den Atomkrieg im Namen seines Gottes. In dieser Situation, ich habe die Frage mit dem Dalai Lama oft durchgesprochen, hat der Dalai Lama gesagt, Religion hilft nicht mehr. Er ist der erste Religionsführer der Welt, das ist eine geistige Revolution für mich. Der sagt, Ethik ist wichtiger als Religion. Ich habe ihn dann in dem Buch, das wir zu diesem Thema geschrieben, das heißt genauso, Ethik ist wichtiger als Religion, gefragt, was denn seine Werte sind, zum Beispiel in der Erziehung. Dann sagt er, Herzensbildung ist mindestens genauso wichtig wie die herkömmliche kognitive Bildung, die wir alle genossen haben. Also Technik allein genügt nicht, wir müssen auch Ethik neu lernen. Wir müssen lernen, was zum Beispiel die moderne Psychologie uns sagt. Die Tiefenpsychologie, Carl Gustav Jung, über den Verstand allein, sorry ihr lieben Techniker, über den Verstand allein kommt die Menschheit niemals zur Vernunft. Das ist es. Und dann sagt der Dalai Lama Herzensbildung. Und dann frage ich ihn, was meinen Sie darunter? Und dann sagt er, ökologische Bildung mehr. Vom Homo economicus, der wir fast alle sind, zum Homo ökologicus. Das sei einer der wichtigsten Lernprozesse. Oder mehr soziale Bildung. Oder mehr, wie wir Männer, mehr Bildung, dass Frauen genauso viel wert und gleichberechtigt sind mit uns. Ich meine, hier sitzen wieder eine reine Männerrunde. Es geht um Ethik. Ich glaube nicht, dass wir hier die Höhe der Zeit abbilden, wenn 5 Männer über Ethik allein reden, ohne dass eine einzige Frau dabei ist. Ich weiß, gerade im technischen Bereich dominieren immer noch die Männer, aber das sind ein paar Dinge, ein paar Hinweise darauf, wie wir Ethik anders und tiefer verstehen müssen, als das bisher der Fall. Aber die Religionen helfen uns heute nicht mehr dabei, bitte. Wir leben in einer Welt, in der leben etwa 1 Milliarde Atheisten und 2 Milliarden Agnostiker. Ja, was machen wir mit denen, wenn wir sagen, die Religion hilft uns zu überleben? Die Religion hilft uns in der Situation nicht. Und was Hans Küng angeregt hat, Weltethos auf der Basis aller Religionen, das ist ein erster Schritt, raus aus der Religionsfalle, aber nicht mehr. Der Dalai Lama geht viel weiter und sagt, Ethik ist wichtiger als Religion. Einer der großen Lernschritte, die wir als Menschheit vor uns haben. Herr Alt, das wären auch wieder Vorschläge auf die Frage, wo kommen Werte her und brauchen wir eine neue Ethik? In dem Fall das Plädoyer nicht von der Religion, aber das ist ja zu diskutieren. Zum Glück haben wir hier gerade ein Podium der Ethik in der Technik, nicht der Religion in der Technik. Ich glaube, das ist relativ unstrittig, denke ich. Ich würde gern Fragen aus dem Publikum zulassen, wenn es welche gibt. Ja. Danke. Wir sind aber doch hier zusammengekommen, um unter dem Oberbegriff Ethik und autonome Systeme Überlegungen anzustellen, dass diese Horrormärchen, die Herr Alt uns hier in den Raum geworfen hat, nicht Platz greifen. Denn wir als Ingenieure vom VDI oder VDE oder DKE waren doch schon 1960 bemüht, die in der Tat dramatischen Entwicklungen tödlichen Unfälle im Autoverkehr mit 8.000 im Jahr im Maximum, dass das so nicht weitergehen kann. Da hat man den Sicherheitsgurt erfunden. Das war schon eine gute Sache. Dann hat man die Bremssysteme verbessert. Dann hat man den Airbag erfunden, so dass wir heute auf etwa 3.000 Euro, wobei jeder Einzelne natürlich einer zu viel ist, runtergekommen sind. Das war das, was man praktizierte Ethik nennt, die wir in der Technik dann beschritten haben, die Wege. Und deswegen, und selbst wenn ich 8.000 rechne, 100 Jahre 8.000 wären 800.000. Das ist natürlich schon Faktor 3 zu viel.
und nicht 120 Millionen, wie hier gesagt wurde. Das ist auch totaler Schwachsinn, sowas. 120 Millionen weltweit. Ja, weltweit, auch weltweit nicht. Ganz sicher nicht. Die fahren auch heute mit Airbag und so. Nein, das ist nicht so. Und über Kernenergie. Über Kernenergie will ich ja nicht reden. Das wäre ja, ist ja nicht unser Thema heute. Also ich würde appellieren, dass wir an dem auch heute früh doch in hoher Verantwortlichkeit dargestellten Ethikproblematiken, dass wir dabei bleiben und uns als Ingenieure weiter bemühen, dass auch die Ethik zu unserer allen Vorteil in der technischen Entwicklung weiter Platz greift. Und da würde ich auch die Herren, die hier anwesend sind, da bitten, auch zu sagen, ich gucke gerade den Herrn Wegener an, ich hatte eben einen Einwand gemacht, sein Haus hat mal die besten Kraftwerke, die weltbesten Kraftwerke auch weltweit gebaut, die sind auch heute noch zu beachten. Und wir dürfen das Licht nicht unterm Scheffel stellen, sondern müssen stolz sein, dass unsere Ingenieure bei allen Großfirmen, die da jetzt fast 100 Jahre tätig waren, unser Leben von uns allen lebenswert gemacht haben. Weit lebenswerter als die meiner Großeltern, ich komme da aus der Eifel, die in der Eifel regelmäßig bei kalten Wintern verhungert sind. Die schlichen einfach, die Uroma ist verhungert. Die haben nichts zu essen gehabt. Mir war es kalt, die konnte nicht heizen, die ist verhungert. So einfach ist das. Und mein Schwiegervater, der ist an Staublunge gestorben, wie alle Bergleute bei uns in der Aachener Gegend. Das ist doch selbstverständlich. Und die haben es alle für uns besser gemacht. Und bei der Kernenergie, da ist noch keiner. Wenn mein Schwiegervater mich besucht hätte in einem Kernkraftwerk, dann hätte ich gesagt, Mensch, mit dem weißen Kittel, was machst du da überhaupt? Kriegst du da noch Geld für? Der hätte sich gewundert, dass ich da Geld für bekomme am Ende des Monats. Der war kaputt bei jeder Schicht, wenn er nach Hause kam. Der hätte die Welt nicht verstanden, dass ich da für Geld bekomme, mit dem weißen Kittel herumzulaufen. In picksauberer Umgebung. Okay, schönen Dank. Vielen Dank für den Einwand. Ich glaube, Opferzahlen müssen wir nicht diskutieren. Ich finde es nur bemerkenswert, dass vielleicht am Rande, da wir ja von Vertrauen in die Technik gesprochen haben, dass googeln Sie es oder wissen Sie es, doch so angesprochen wurde, finde ich beachtenswert, was das für eine Geltung erlangt hat mittlerweile. Es ist, glaube ich, unbestritten, dass der technische Fortschritt positive Effekte hatte. Ja, und dass es positiv ist, diesen Wandel auch ethisch zu begleiten, dass es sehr sinnvoll ist, ist, glaube ich, auch keine Frage. Wir haben die Situation, dass sich ja im Gegensatz zum Sicherheitsgurt und zum Airbag offensichtlich technisch etwas Neues tut mit autonomen und hochautomatisierten Systemen und Industrie 4.0. Und die Frage hier vor allem ist ja, inwieweit die Ethik dazu neu herausgefordert ist oder wie wir sie auch neu und vor allem im Kontext der Normung vielleicht verstärkt einbringen können. Markus Bartsch, ich bin vom TÜV. Was mit den Verkehrstoten können wir auch nochmal eben klarstellen. Also es sind im Jahr ungefähr 1,3 Millionen Verkehrstote und seitdem es den Ottomotor gibt, sind es ungefähr 120 Millionen, damit wir so die richtige Größenordnung haben. Davon ungefähr 3.000 in Deutschland, aber wenn man es allein mit China vergleicht, wo man 18,8 Tote auf 100.000 Einwohner hat, wenn man das mal hochrechnet, dann stirbt im Verkehr dort immer eine Großstadt, so mit 200.000 Einwohnern. Aber das sind noch ein paar mehr. Das heißt also, diese große Anzahl an Verkehrstoten, die kommt in erster Linie in anderen Kulturkreisen zustande, die jetzt mit der Verkehrssicherheit noch nicht so weit sind. Jetzt komme ich zum springenden Punkt. Ich habe ja heute mich mal ein bisschen berieseln lassen hier bei der Veranstaltung und ich weiß bis jetzt immer noch nicht, um was es hier geht. Geht es jetzt um so eine globalpolitische Ethikvorstellung, dass wir jetzt die ganze Welt retten wollen oder bleiben wir, und das ist jetzt die Frage nach vorne, bleiben wir jetzt wirklich bei dem Thema Digitalisierung und Ethik bezogen dann auf Kulturräume, die A, digitalisieren können und eventuell auch ein Ethikverständnis haben könnten, wie wir es haben. Ich glaube, die Chinesen haben so ein bisschen anderes Ethikverständnis. Das ist jetzt mal die Frage in den Raum, was ging so ein bisschen durcheinander? Geht es um die Auswirkung von Ethikfragen im Zuge der Digitalisierung oder geht es um grundsätzliche Ethikfragen? Und wäre das zu trennen, ja. Gibt es Antworten darauf? Ja, ich würde Ihnen da zustimmen. Wir können jetzt nicht in der, was haben wir noch, halben Stunde, die uns verbleibt, eine große Rundtour machen.
zu Licht- und Schattenseiten verschiedener ethischer Ansätze, erst recht nicht dann in Kontrastierung zur Religion. Das ist ein viel zu gewaltiges Thema und das Thema Ethik in der Industrie 4.0 und Digitalisierung ist schon gewaltig genug. Allerdings sind einige typische Konflikte jetzt auch in dem allgemeinen Tour d'Horizon deutlich geworden, die nochmal spezifisch sind für Ethik überhaupt und dann natürlich auch spezifisch für Ethik in der Industrie 4.0, nämlich die Frage von Wertkonflikten. Ja. Das kam beim Kernkraftbeispiel aus, das kam jetzt bei der Verkehrssicherheit auf. Selbstverständlich gibt es keinerlei Ethik, die irgendwas gegen Sicherheit hat oder die nicht Sicherheit als einen der höchsten Werte propagiert. Aber wenn Sie jetzt mal anschauen, wie das operationalisiert wird, dann erinnere ich mich zum Beispiel an die Diskussion freie Fahrt für freie Bürger. ADAC, Autolobby und so weiter, die das favorisiert hat. Da haben Sie einen typischen Wertkonflikt. Wie viel Freiheit würden Sie opfern für Sicherheit? Ja? Und wie priorisieren Sie im Konfliktfall eines von beiden? Frankreich führt jetzt 80 Kilometer auf Landstraßen ein und in Frankreich erreicht man jedes Ziel auf der Autobahn schneller und berechenbarer als in Deutschland, weil durch die 130, die scharf kontrolliert werden, der Verkehrsfluss verstetigt ist. Ja? Andere sehen das als Freiheitseinschränkung. Ja? Und dann nehmen wir die Kernkraft. Das hat niemand, glaube ich, generell was gegen Kernkraft. Das kann auch nicht sein. Aber wir haben hohe Opportunitätskosten der Rendite geopfert, nämlich Reaktorlinien, die früher entwickelt waren. Rubia-Reaktor beispielsweise. Rubia war 10 Jahre Chef vom CERN, also nicht irgendein Dilettant. Ein Rubia-Reaktor steht in Berlin, 500 Meter vom Bahnhof Zoo in der TU. Ja? Der lässt sich an- und abstellen wie ein Wasserhahn. Ja, weil er über Neutronenbeschluss auf einen Bleikern operiert. Da gibt es keine unkontrollierbare Kettenreaktion. Es gibt keinen Müll aus dem laufenden Betrieb, sondern nur die Anlage selber, die irgendwann natürlich verstrahlt ist und entsorgt werden muss. Aber die Rendite war zu niedrig, ihn einzusetzen. Ja, das war ein typischer Wertkonflikt als Thema einer Ethik. Und solche Wertkonflikte haben wir natürlich auch in der Industrie 4.0. Da haben wir einige heute Morgen ja schon genannt. Überwachung, Tracking, Freiheitsspielräume, Kontrollerhalt und so weiter. Transparenz, ja. Gerade bei Deep Learning Systemen haben Sie zum Beispiel per Definition eben keine Transparenz mehr. Das ist immer so naiv, wenn die Leute sagen, wir müssen die Algorithmen freilegen. Ja. Das geht gar nicht. Ne? Das ist der Punkt, an dem, wo die Musik spielt. Und da brauchen wir Abwägungsstrategien. Nicht mehr die Ja-Nein-Ethik, die es sowieso in der Form nie gab. Es gab immer nur eine Besser-Schlechter-Ethik. Ja-Nein gibt es nur im Grenzbereich von Pflichtethiken, wenn es um Menschenwürde, Menschenrechte und Ähnliches geht. Also insofern rennen Sie da offene Türen ein, wenn Sie so etwas anmahnen. Und da wäre es, denke ich, schon notwendig, dass ein bisschen mehr von diesem professionellen Know-how, das Ethiker, man glaube es nicht, auch haben, wenn sie sich nicht aufspielen als jemand, der dogmatisch bevormundet, in die Diskussion insgesamt einspielt. Und das ist das Thema, das uns dann zu beschäftigen hat. Wie können wir die Abwägungsprozesse so machen, dass Gleichgewichte entstehen? Dass die verschiedenen für sich isoliert gesehen gut begründeten Werte und damit verbundenen Werthaltungen davor geschützt werden, dass sie über ihre Vereinseitigung und Verallgemeinerung eben in fatale neue Sachlagen hineinführen. Und das ist die Aufgabe, die schaffen wir jetzt hier auch nicht in 20 Minuten, aber man sollte sich darauf kaprizieren und deshalb danke für Ihren Hinweis. Das ist schon genug Arbeit. Ja? Da vielleicht ganz pragmatisch anschließend die Frage, da wir ja nun mal den Auftakt gemacht haben, darüber zu sprechen und die Einflugschneise ja die Normung ist, die wir hatten und speziell ihr Aufschlag. Was wären denn gerade basierend auf den spezifischen Herausforderungen der Industrie 4.0, wie Sie es auch gerade genannt haben, mögliche Schritte, die wir anstoßen könnten? Ja gut, also da muss man jetzt natürlich die Sache behutsam angehen. Zunächst einmal sollte man, ich glaube, die Vorstellung verabschieden, dass die Normung sich da einfach auf Steuerungs- und Regelungsprozesse richten könnte, wie bei klassischen Technologien. Ja? Sondern die Normung sollte darauf aus sein, Strategien zu modellieren, die erlauben, dass, so wie wir es diskutiert haben, von dieser dritten Ebene der Autonomie aus noch genügend Interventionsmöglichkeiten in die strategische Autonomie. Da geht es natürlich nur global um System
Evaluierung, Systemversagen, Systemwechsel und die operative Autonomie, da geht es um Ausstiegspunkte, Interventionsmöglichkeiten, wenn sich die Umweltbedingungen, unter denen die Systeme sinnvoll agieren können, ändern, handelt. Das ist gar nicht so einfach, da die Ausstiegspunkte zu definieren und die Position zu erhalten, mit diesen Systemen trotz einer partiellen Autonomie der Systeme im operativen und strategischen umzugehen. Und ich denke, da gibt es schon eine ganze Reihe von Strategien, die man da einsetzen kann. Die waren ja auch zwischenzeitlich erwähnt. Also ich freue mich, dass Sie da so eine Schneise schlagen für die Normung, aber da muss ich ein bisschen Realismus reinbringen. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass Normung, also die vollkonsensbasierte Standardisierung in der Digitalisierung die Rolle spielt, dass man da überhaupt zu kommen darf. Also man muss einfach akzeptieren, dass in der Digitalisierung, also internetbasierte Vorgehensweisen passieren, das heißt überwiegend in Konsortien, das heißt, das sind wirtschaftliche Interessen von großen und kleinen Firmen und das führt dazu, dass wir da über den vollkonsensbasierten Standardisierungsansatz, sprich Normung, gar nicht vorwärts kommen. Also ich glaube, dass was man machen muss, und das haben wir ja auch schon bei der DKE und beim DIN erkannt, deswegen auch in Deutschland dieses Standardization Council Industrie 4.0 gegründet, um eben bei Industrie 4.0 diesem konsortialen Standardisierungsansatz Rechnung zu tragen. Was wir machen, wir versuchen zu orchestrieren, dass man überhaupt die richtigen Aspekte sieht. Und was ich heute mitnehme aus diesem Kreis ist, dass wir unbedingt das Thema Ethik in der Technik aufgreifen müssen und das strukturieren müssen und hoffentlich dann Regelsetzung machen können auf einer Ebene, wo wir dann die Erkenntnisse, die wir heute ansatzweise besprochen haben, mal reinbringen können. Aber man muss schon akzeptieren, weiß ich nicht, aber mindestens zur Kenntnis nehmen, dass große IT-Konzerne, überwiegend in Amerika basiert, Dinge machen und auch tun und Kraft ihrer Marktgröße und ihres Einflusses im Markt und im Internet sozusagen Fakten schaffen, wo der klassische Weg der vollkonsensbasierten Standardisierung A, zu langsam ist, B, eben nicht vollkonsensbasierte Vorgehensweisen durchsetzen können, weil die konsortial getriebenen oder einzelfirmengetriebenen Vorgehensweisen einfach akzeptiert werden vom Markt und dann fragt sich keiner mehr, wofür brauche ich eine Norm? Also ein gutes Beispiel ist Ihr Google. Sie zitieren jetzt nicht irgendeine große Enzyklopädie, sondern Sie sagen, das habe ich beim Google recherchiert, die 120 Millionen Tote. Ich will jetzt mich nicht über den Wert unterhalten. Ich sage nur, da ist ein IT-basiertes Tool schon etabliert zu einer Art Referenztool. Das verwenden viele Menschen, ich auch, einschließlich auch. Und das ist eben, da führt eben dazu, weil die Performance dieses Tools zu hoch ist und durch die immer weiter Verbreitung von immer mehr Menschen mit immer mehr Anwendungen führt dazu, dass die Performance dieses Tools immer größer wird. Und deswegen ist ja auch die Frage so wichtig, wie gehen wir in der EU damit um? Müssen wir, ich sag mal, ich erinnere an den Flugzeugbau als Flugzeugbauer, die Europäische Union hat meines Erachtens richtig strategisch zu einem Zeitpunkt beschlossen, dass man ein Gegengewicht zu Boeing aufbaut, nämlich Airbus, ein europäisches Konsortium mit dem Ziel, ein europäisches Flugzeugindustrie aufzusetzen. Dasselbe passiert ja jetzt auch in unserem Hause Siemens Alstom mit der Zugsparte, wo man versucht, gegenüber den Chinesen ein Pendant aufzubauen. Und wahrscheinlich müssen wir uns auch irgendwann mal die Frage stellen, brauchen wir einen europäischen Ansatz des Dingen? Weil wenn wir Regeln setzen wollen, dann geht das nur politisch motiviert top-down, indem wir Spielregeln einführen, die wir politisch motiviert gesellschaftlich getragen aufsetzen und das geht nur in dem Rechtsraum, den wir haben. Das ist aus meiner Sicht der größte Raum, den wir da zur Verfügung haben, zumindest aus dem, was ich hier beurteilen kann, ist EU. Ich glaube, das ist so, weil noch immer die Regel gelten sollte, nicht das Recht der Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts muss entscheiden. Deshalb muss die Politik gegenüber den genannten neuen großen IT-Konzernen ganz anders auftreten, als das bisher der Fall war, vor allen Dingen in Amerika und bei uns wird das auch kommen. Ein konkretes, aktuelles Beispiel zum Thema Ethik und Technik 4.0. Die Lufthansa hat im letzten Jahr, Ende des Jahres, Teile von Air Berlin übernommen
und sofort stiegen die Flugpreise, Ticketpreise um 30%. Tausende Kunden hatten sich beschwert. Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren eingeleitet gegen Lufthansa. Die Argumentation von Lufthansa war, da können wir gar nichts machen. Das haben die Algorithmen gemacht. Nicht wir. Und dann hat das Bundeskartellamt gefragt, ja, wer hat denn die Algorithmen programmiert? Hat das der liebe Gott im Himmel gemacht oder waren das eure Techniker? Das ist genau die richtige Frage. Und die wird sich immer mehr stellen, diese Frage. Da sieht man, wie rasch wir in den Konflikt kommen können, was das für Auswirkungen hat, wenn Ethik hinterherhinkt hinter dem, was Technik kann. Okay. Wir haben noch eine Frage im Publikum. Ja. Hi, mein Name ist Jan Özmaden. Ich bin Elektrotechnik-Student an der WTH Aachen. Ich möchte die Diskussion ein bisschen zurück in der Technik führen. Es wurde erwähnt über eine Maschine, die vollautonom ist mit einem Not-Aus-Knopf. Meine Frage dazu ist jetzt, wenn man eine vollautonome Maschine baut, bei mir ist es im Kopf, dass es zum Bereich von General Intelligence dann rutscht. Und das heißt, dass die Maschine dann selbstbewusst ist, dass es einen Not-Aus-Knopf gibt. Und dann will die Maschine nicht sterben. Natürlich eine Lösung wäre dann, die Funktion schreiben, sodass die Maschine weiß, dass es einen Notausknopf gibt, weiß, dass es einen Mensch gibt. Und wenn der Mensch den Notausknopf druckt, dann hat der Mensch recht. Und dann hat man sehr schnell eine Suizidmaschine gebaut, weil es ist eine schnelle Lösung. Dann druckt der Maschine immer den Notausknopf. Ja, meine Frage ist, was bedeutet in dem Kontext dann volle Autonomität? Was stellen Sie sich vor? Danke. Nicht in der Gruppe 3 waren, weil das ist genau das, was wir da hinlänglich diskutiert haben mit den 17 Personen. Das war nämlich die in der Grafik rechts außen die Mauer sozusagen Vollautonomie, 100% Autonomiegrad. Wir waren ja übereingekommen, dass es, wenn man Systeme macht, dass man für ein System innerhalb der Systemgrenzen einen 100% Autonomiegrad machen kann, wenn man noch zusätzlich über dieses System hinweg, eine sozusagen darüber hinweg, noch eine Aufsicht über dieses System hat. Und das Zweite, was wir herausgearbeitet haben, war, dass man zusätzlich fordern muss, sozusagen als Konstruktionsprinzip, dass dieses System nicht in der Lage ist, aus sich heraus sich weiterzuentwickeln, um über ihre eigenen Systemgrenzen hinauszugehen. Wenn man das jetzt sozusagen macht, würde man, glaube ich, das Thema von Ihnen lösen, weil man immer erlaubt, dass der Mensch die Oberhand über dieses technische System, egal ob groß oder klein, hat und auch erlaubt und es auch vermeidet, dass das System sich sozusagen über sich hinaus weiterentwickelt. Die Gefahr besteht, sehe ich auch, und bei Artificial Intelligence muss man sozusagen so eine Art Container schaffen, wo man in dem Container zulässt, dass das System autonom 100% autonom agieren kann, aber sozusagen, wenn es aus dem Container hinaus will, im übertragenen Sinne, dann muss man eben einen Riegel vorschieben. Ja, wir hatten das auch in der ersten Session diskutiert und da wäre der Hinweis auf die Autonomiedifferenzierung zu achten. Also 100% autonom könnte in dem Fall, wie es Herr Hubig vorgeschlagen hat, nur heißen 100% der Autonomie der operativen und strategischen, die delegiert wurde, weil die moralische Autonomie, moralische Verantwortung nicht delegiert werden kann an solche Systeme und die ihrerseits deshalb nicht in der Lage ist, ihr eigenes Anerkennen von zum Beispiel weiter Existenz oder Suizid und dergleichen, sich dazu zu positionieren. Insofern diese volle Autonomiemauer und 100% Autonomie, das müsste insofern eingeschränkt werden, als man sagt, 100% höchstens von der operativen und strategischen Autonomie, die delegiert wird. Und dann wird es auch differenzierter und klarer. Die Notausdiskussion ist ja auch differenzierter zu führen, denn wir haben ja auch Situationen, wo das System quasi Informationen haben kann, die den Horizont des Menschen, der sich jetzt wähnt, in einer Situation zu sein, wo der Notausknopf der richtige ist, eben doch nicht die richtige ist. Also eben U-Bahn-Züge, die dann doch noch in die nächste Station fahren, fliegende Fahrzeuge, die sich auch noch in einen sicheren Endzustand bringen müssen. Also auch das ist letztendlich verhandelbar. Und in Bezug auf die Systemgrenzen, da kriegt man natürlich über die Lernfähigkeit der Systeme eine Herausforderung gestellt, wo wir uns sehr gut überlegen müssen, wie wir sicherstellen, dass wir die Vorteile von
selbstlernenden Systemen quasi umsetzen können, ohne dass die dann dabei eine Systemgrenze in irgendeiner Form, die wir ja von außen ihnen zuschreiben, dann überbrückt bekommen. Also das ist quasi eine besondere Herausforderung. Da können wir, glaube ich, die Chancen, die uns diese Technik bietet, ja nur eingeschränkt nutzen, wenn wir uns das so vorstellen. Ich bekomme langsam Zeitzeichen. Haben wir noch eine Frage? Ja. Rolf Uhlich von der Webolution. Ich würde ganz gerne noch ein paar andere Begriffe oder Kriterien in die Diskussion einführen. Ich glaube, dass die Diskussion um eine Autonomie eigentlich völlig sinnlos ist. Es wird keine autonomen Maschinen geben, weil Maschinen keine Verantwortung tragen können. Und die Verantwortung für alles Handeln gehört zur Selbstbestimmtheit. Das, was ich jetzt sehe, gerade in der Technik und im Zusammenhang mit der Digitalisierung, dass wir als Gesellschaft in Deutschland speziell unsere Souveränität verlieren, weil wir gar keine Technologiesouveränität mehr haben. Wir haben keinen Mikrocode, wir haben kein BIOS, wir haben kein Betriebssystem, wir haben keinen Browser. Und alle Systeme adaptieren wir und die bestimmen mehr und mehr unser Leben. Das empfinde ich als eine Seuche. Und die Seuche trägt jeder in seiner Wäsche. Und wir müssen uns dafür hüten, diese Seuche weiter zu übertragen auf technische Systeme, die wir dann nicht mehr bestimmen und in die wir keine Einsicht haben. Und egal, wie tief das Lernen dieser Systeme sein wird, denen fehlt völlig an Erfahrung und denen fehlt völlig an Kulturbezug. Und das ist das entscheidende Problem. Also auch da vielleicht nochmal der Hinweis für den ersten Teil der Verantwortung, dass es da ja einen Vorschlag gab, das differenziert anzuwenden nach Verantwortungsdelegierbarkeit. Und so vielleicht eine Art von Verantwortung delegiert werden kann, die moralische jedenfalls nicht. Das ist, glaube ich, was Sie meinen. Vielleicht jenseits der starken Metapher zum Standortnachteil Deutschland die Frage in die Runde. Wie ist das? Mit keinem genuin deutschen Code habe ich, glaube ich, jetzt rausgehört, das Problem. Und ist das ein Kontrollverlust gegenüber der Systeme? Das ist kein... Ich will mal aus der Sicht eines global agierenden Unternehmens Siemens sprechen. Wir haben mehr als 350.000 Mitarbeiter in mehr als 190 Ländern dieser Erde. Ja, wir haben ein deutsches Headquarter. Ja, wir haben es sind ein deutscher Konzern, aber wer uns von innen betrachtet, da sind wir in vielen Ländern auch entwicklungstechnisch unterwegs. Also wenn Sie fragen, wo ist jetzt der Kern der Software-Tool-Entwicklung von dem, was ich heute da erzählt habe, dann gibt es sicherlich einen Kern, der ist ganz stark an der Ostküste in Amerika, aber auch in England. Wenn Sie in die Embedded Software von Automatisierung gehen, dann ist das eher so das Bayernland. Aber sagen wir mal, Artificial Intelligence haben wir an verschiedenen Stellen. Also ich würde jetzt mal behaupten, es gibt da natürlich Zentren, die danach ausgerichtet sind, wo Experten in universitärer und sonstiger Research-Landschaft sind. Und danach richtet sich aus, wo unsere Entwicklungszentren sind, um eben die Leute auch für unseren Konzern zu gewinnen. Aber ich kann nicht finden, dass es jetzt besonders deutsch ist. Und das wäre meines Erachtens auch zu kurz gegriffen, alles deutsch machen zu wollen. Dass wir eine deutsche Historie haben, also eine deutsche Herkunft des Konzerns haben sie ja. Aber wir sollten eigentlich eher das Thema betrachten und dass wir jetzt in Deutschland angesiedelt sind und sozusagen aus Deutschland heraus die Sache vorantreiben. Gut, aber es ist ein globales Thema. Wir können nicht an den deutschen Grenzen Halt machen und nur als Anmerkung, das Internet kennt überhaupt keine Grenzen, weder in regionaler Hinsicht noch in ethischer Richtung. Ne? Herr Stoßloff. Herr Wegner, eine kurze Replik dazu. Nicht alle Firmen in Deutschland haben die Größe von Siemens. Und das Problem, mit dem wir von der Fraunhofer-Gesellschaft immer wieder konfrontiert sind, ist, dass wir die Weiterentwicklung der Forschung und Technik auf bestimmten Gebieten, je nach Institut, durchaus meinen wir zu beherrschen, in der Lage sind. Aber am Schluss kommt das Portemonnaie zum Vorschein
Und dann ist die Frage, wie wollen wir denn nun verbleiben? Wollen wir, wenn das Problem ist ja gerade im Softwarebereich auch, dass sehr viele kleine bis kleinste Firmen da aktiv sind. Und ich bin auch gelegentlich mal als Gutachter bei Prozessen gewesen, bei denen also gerade bei den kleinsten angesetzt wird, hoch unfair zum Teil, aber so läuft es dann eben. Ich meine, wir müssen die Diversifizierung auf dem Gebiet bei uns hier in Europa, in Deutschland auch, doch noch ein ganzes Stück weiter treiben. Es kann einfach nicht sein, ich verkneife mir jetzt die Namen, aber dass ein großer Softwarekonzern und ein großer Hardwarekonzern in Amerika weltweit bestimmt, was jetzt ordentliche Technologie ist oder ordentliche Technik ist, muss ich ja eigentlich sagen. Ich gehe nicht weiter, denn sonst, ich habe mich ein paar Mal tot geärgert in letzter Zeit. Und sie haben praktisch keine Chance, was dagegen zu tun. Das ist eben der Effekt der Situation, die Sie geschildert haben. Da müssen wir sehen, dass dieser Effekt uns nicht mal irgendwann platt macht. Also ich habe jetzt ein bisschen sehr schwarz-weiß gezeichnet, aber ich kenne auch noch andere Leute, die da sehr ähnlicher Meinung sind. Also, damit wir nicht ganz so düster aus dem Raum gehen. Also Industrie 4.0 ist ja gerade eine Initiative, wo wir versuchen, diesem Manko, was wir in Deutschland / Europa haben, dass wir eben in der sozusagen IT-Welt eben nicht Nummer eins sind, dass wir das aufholen und dann eben die Stärke, die wir im Shopfloor haben, eben in maschinennaher Technik, wo Elektrotechnik, Maschinenbau etc. eine Rolle spielen, Physik, Chemie und so weiter, wo wir also sehr stark sind, dass das eben auch genutzt wird als Stärke, um dann die IT draufzusetzen. Und ich glaube, das ist quasi eine Art Lebensversicherung, wenn man von dem Shopfloor kommt, von dem Maschinennahen, wo das domänenspezifische Know-how eine Rolle spielt. Ich sage mal Gott sei Dank. Das ist die quasi Lebensversicherung für uns, dass wir dann da drauf die IT setzen. Denn, hatte ich auch gesagt im Vortrag, IT, einfach nur das dumme Auswerten von Daten ohne domänenspezifischen Hintergrund, das macht keinen Sinn. Das macht zum Glück auch keinen Wettbewerb. Das heißt, da haben wir immer noch die Hoffnung, dass wir durch domänenspezifisches Know-how, durch unsere Expertise besser sind als, ich sag mal, performante Algorithmen, die sozusagen mit der Flinte auf das Thema schießen. Aber das ist, trotzdem müssen wir das Thema vorantreiben. Das heißt, die Digitalisierung müssen wir ernst nehmen und da müssen wir eben zur Kenntnis nehmen, und das war ja eben auch die Diskussion mit der Normung, wir sind ja in der Normung extrem stark. Also wir sind da sozusagen Platzhirsche in der Normung im Analogen. Aber wir haben 3280 Experten bei der DKE, allein bei der DKE. Experten, die sich damit beschäftigen. Aber bei der Frage, als ich da als DKE-Vizepräsident gewählt worden bin, wie viel haben wir denn bei Digitalisierung im Office-Floor? Das ist kleiner 100. Ja? Das heißt, wir sind einfach nicht so aufgestellt wie im Analogen. Das müssen wir nachziehen. Das wissen wir, da arbeiten wir dran und deswegen müssen wir da einfach dran arbeiten. Also ich bin da positiv, aber es ist viel zu tun. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, das nehmen wir als Schlusswort, um das Gefühl zu bekommen, dass alles gesagt wurde, haben wir uns das falsche Thema vorgenommen, das sowieso. Vielleicht nehmen wir das Gefühl mit, dass Wichtiges angesprochen und angeregt wurde und da anzuknüpfen ist, vielleicht auch direkt im Nachgang. Für den Teil bedanke ich mich herzlich bei den Podiumsteilnehmern und gebe an den Veranstalter zurück, Herr Heusinger. Ja, ganz herzlichen Dank.